Das Geheimnis für einen gesunden Rücken, das ist eigentlich Bewegung. Weil alles, was Stillstand ist, ob im Sitzen, ob im Liegen, in bestimmten Positionen, alles, was Stillstand ist, lässt Muskeln verkürzen, lässt Programme entgleisen. Das Beste ist, den Rücken zu bewegen. Schlimm ist es natürlich, wenn immer gesessen wird, weil dann vorne, also gegenüber vom Rücken, alles kürzer wird und deswegen der Rücken immer mehr dagegen ziehen muss. Und das ist ja ein ganz, ganz großes Problem. Ich könnte es kurz bei der Ina nochmal zeigen. Ina, schau, wenn du dich beim Bauchtanz, beim Vor-, beim Zurückbeugen, beweg dich einfach mal ein bisschen, ja? Wenn du dich in alle Richtungen bewegst, wenn du rotierst, nee, nicht mit den Beinen, sondern mit dem Rücken, genau. Ja, wenn diese ganzen Bewegungen drin sind, wenn das Überstrecken dazu kommt, nach hinten, Kopf nach hinten und die Arme nach hinten mit nach oben nehmen und so weiter, wenn wir das immer wieder machen, das braucht ein gesunder Rücken. Aber einen gesunden Rücken haben die wenigsten heute noch. Der Rücken ist deswegen nicht mehr gesund, weil eben vor allen Dingen durch das Sitzen viel zu viele Kräfte nach vorne ziehen. Und eigentlich wollen diese Kräfte die Ina permanent nach vorne beugen lassen. Und jetzt müssen, bleibt mal so, natürlich die ganzen armen Rückenstrecker dagegen ziehen. Und da ist praktisch eine Kraft gegen die andere, die Vorderkraft gegen die hintere Kraft. Und wo drückt diese Kraft drauf? Natürlich auf die Wirbelkörper und damit werden die Bandscheiben zusammengedrückt und deswegen wölben die aus und die ganzen Schmerzen raufen runter natürlich auch. Also das Geheimnis für einen gesunden Rücken ist vor allen Dingen diese einseitige Bewegung nach vorne, die wir beim Sitzen einnehmen, dadurch wieder auszugleichen, dass wir uns nach hinten überstrecken. Also immer mal wieder am Tag, stell dich hin, fass dir ans Gesäß, dass du die Leisten rausschiebst und dann lässt du dir einfach mal so circa 1-2 Minuten Zeit und guckst, dass du das Gleichgewicht gut halten kannst und gehst immer mehr in diese Position. Und wenn du in der Position bist, kannst du auch ein bisschen anfangen, deinen Rücken zu bewegen, deinen Rumpf zu bewegen, ein bisschen zu drehen vielleicht, ja, ein bisschen nach links drehen, ein bisschen nach rechts drehen. Und während du immer weiter das machst und nach hinten dich ein bisschen bewegst, löst du diese ganzen ungesunden Spannungen vorne immer wieder auf. Und das ist so die Zwischendurchübung. Wenn du nicht an den Boden kannst oder auf den Boden kannst, wenn du nicht so intensiv unsere Übung jetzt machen kannst, geh immer mal wieder in die Position und löse das ein bisschen auf. Das Geheimnis für einen gesunden Rücken ist, dass das, was vorne immer kürzer wird, immer mal wieder ausgeglichen wird, so wie wir es eben gezeigt haben, durch das hinten überbeugen. Oder Ina, knie dich mal hin. Ja, und gerade, hinknien. Und jetzt gehst du mal mit deinen Händen, versuchst du mal hinten an die Fersen zu kommen und drückst praktisch die Leisten nach vorne raus. Ja, versuch mal, jawohl. Und jetzt schiebst du mal die Leiste richtig nach vorne. Beide Leisten nach vorne schieben. Und den Kopf ruhig auch nach hinten fallen lassen. Richtig nach hinten fallen lassen, dass diese ganze vordere Linie geöffnet wird. Du kannst natürlich auch, was wir ja öfters mal machen, bitte geh mal auf alle Viere und lass dich ein bisschen durchhängen. Durchhängen lassen, jawohl. Und kannst im Durchhängen lassen dich ein bisschen bewegen. Ja, einmal nach links, einmal nach rechts und dabei immer tiefer reinsacken, dass es vorne immer wieder weiter und geöffneter wird. Du könntest auch hergehen und könntest deine Füße ein bisschen anheben und praktisch mit dem einen Bein das andere Bein Richtung Gesäß drücken. Dann merkst du gleich, es zieht noch mehr hier vorne in dem Bereich und wieder locker lassen. Dann kannst du ein Knie rauslegen, leg mal ein Knie raus und lass dich schön durchhängen. Leg mal das andere Knie raus und lass dich schön durchhängen. Ja? Du siehst jede Menge Möglichkeiten, dich nach vorne zu öffnen und einfach immer mehr nach hinten zu überstrecken. Auf alle Arten und Weisen. Du kannst dich auch an den Tisch stellen, fällt mir da gerade ein. Ja, an den Tisch stellen, an den Schreibtisch. Du sitzt den ganzen Tag, stellst dich an den Schreibtisch, hältst dich fest und lässt dich dagegen. Oder du hältst dich von hinten fest und machst mal diesen da. Oder gehst an die Wand und lass dich durchhängen. Alle Möglichkeiten, die dazu führen, dass hier vorne mehr geöffnet wird, die führen dazu, dass dein Rücken sich gesund fühlt. Und das ist das Geheimnis.
was einfach ganz leicht zu verstehen ist, aber ein Geheimnis wirkt nur dann, wenn man es wirklich anwendet. Es würde mich total freuen, wenn du mir mal deine Erfahrungen schreibst zu einem Rücken-zu-Rücken-Problem und denke bitte daran, unsere Vision ist, dass wir allen Menschen ein schmerzfreies Leben ermöglichen. Deswegen kommentiere und teile und schick's weiter in deiner WhatsApp-Gruppe und so weiter, weil das Geheimnis um einen gesunden Rücken, für einen gesunden Rücken, muss jeder kennen, damit er nicht damit geplagt ist, dass sein Rücken wehtut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns über einen Daumen nach oben.